Wir müssen in den Bunker. Damit herzlich willkommen zu Silence, The Whispering World 2. Ach, wie schön, ach, wie schön. Kommt noch was oder kann ich reden? Ich weiß es nicht. Wir warten einfach mal ab. Ein wunderschön animierter Ladescreen, muss ich schon sagen. Kann ich anfangen zu reden oder kommt jetzt noch was? Ich bin mir unsicher, Mann. Es kommt noch was. Ich bin mal kurz still wieder. Lass uns woanders hingehen. Es ist schrecklich eng und staubig. Man kann kaum atmen. Ich kenne das Tutorial, mein Liebes. Aha. Okay, ich begrüße euch mal richtig herzlich willkommen zu Silence, The Whispering World 2. Einem sehr emotionalen, aber auch manchmal sehr, sehr traurigen Spiel mit sehr vielen, sehr verzwickten Entscheidungen. Nicht gerade das typische Spiel, was ein Let's Player heutzutage auf YouTube spielt. Heutzutage ist ja eigentlich Action, Spaß und Spannung angesagt. Doch ich finde einfach, dass einfach so ein atmosphärisches und emotionales Spiel auch ganz schön sein kann, man einfach mal den Tag ausklingen zu lassen. Ich spiele dieses Spiel sehr gerne. Wir haben es damals im Stream angespielt und es wurde sehr gut von euch aufgenommen, was mich damals sehr gewundert hat. Und deswegen habe ich mir gedacht, wagen wir einen Neustart und versuchen wir das Spiel so gut als möglich, so gut es in unseren Möglichkeiten liegt, zu bestehen. Wähle mit X aus einer der beliebigen Dialogoptionen und drücke X, um deine Schwester Rini zu beruhigen. Hier haben wir also zwei Optionen. Haben wir unsere Klaustrophobie im Griff oder liegt unsere letzte Panikattacke schon Monate zurück? Ich kann natürlich nicht sprechen, weil ich Noah in den letzten Monaten nicht gerade begleitet habe. Ich habe The Whispering World 1 nicht gespielt. Ich habe es auch kein Let's Play dazu geguckt, aber ich habe mich ungefähr informiert, was im ersten Teil geschehen ist. Denn das ist ja eigentlich der zweite Teil dieser Spielreihe. Das ist ja The Whispering World 2. Wir nehmen mal das. Wir halten das schon aus, Rini. Miss Clock sagt, hier ist es gar nicht sicher. Nein, wir wollen sie nicht beunruhigen. Wir wollen unsere kleine Schwester doch schützen. Miss Clock behauptet auch, dass die Zunge schwarz wird, wenn man flucht. Hier ist es auf jeden Fall sicherer als draußen.
Wir könnten uns draußen im Wald verstecken. Nein. Oder wir laufen zum Waisenhaus zurück. Sarah und Marie warten bestimmt schon auf uns. Verdammt nochmal, wir können hier nicht raus. Verstehst du das nicht? Alle, die jetzt noch draußen sind, werden draufgehen. Alle. Kleine Mädchen sind nicht unverwundbar. Sie werden genauso zerfetzt wie alle anderen. Das war nicht so gemeint. Rini, ich wollte dir keine Angst machen. Rini, es tut mir schrecklich leid. Bitte vergiss, was ich gesagt habe. Es wird dir nichts passieren. Ich verspreche es. Was kann ich tun, um Rini die Angst zu nehmen? Oh Mann. Mir tut die Kleine voll leid. Das war schon damals im Stream so, dass ich die Kleine voll süß fand und... Oh Mann. Ich kann sie nicht ertragen, wenn die weinen. Mann, da muss ich auch weinen. kann ich das Tutorial irgendwie ausschalten? Warte mal, Optionen. Ich brauche die zeige Tipps. Nein, brauche ich nicht. Die Aktion markieren, das kannst du ruhig machen. Objektnamen kannst du mir auch lassen. Das passt schon. Achso, nee, so. Nee, das Tutorial bleibt trotzdem. Wo schalte ich das Tutorial aus? Geht das irgendwie? Kann man das Tutorial ausschalten? Sprache wahrscheinlich nicht. Nein. Audio. Okay, Sprache könnten wir Untertitel machen. Einfach mal nur. Weil wir es können. Machen wir nicht so groß, machen wir mal so. Soll ja nicht den ganzen Bildschirm einnehmen. Text in Deutsch, das passt schon. Untertitel sofort anzeigen. Nee, das will ich schon, dass das schön reinzippt. Steuerung passt schon, Standardeinstellung. Nein, Spielhilfen, zeige Tipps, Interaktionen markieren. Okay, das Tutorial müssen wir uns anscheinend manchmal geben. Nee, ich weiß schon, wie das funktioniert. Wir haben Lampenschirm, wir haben Fernseher, wir haben eine Socke. Ich fand übrigens auch das Detail vorher an der Tür, dass da wirklich Blut klebte von der Hand. Von der Hand, die wir in der Anfangssequenz gesehen haben. Das fand ich schon sehr stimmig. Murmeln? Das bringt mich auf etwas, das Rini bisher immer beruhigen konnte. Rat mal, wer ich bin! Na? Du siehst überhaupt nicht so aus. Und jetzt? Nee, du hast ja nicht mal Bommeln. Bommeln? Und wo ist Spot? Ach ja, Spot. Oh Mann. Wo kriege ich denn hier eine Bommelmütze her? Ganz zu schweigen von einer grünen Superraupe. Ach, Spot. Ich kann mich erinnern an den kleinen Spot. Oh Mann. Wir kommen Erinnerungen wach. Okay, Eselskopf. Hey, der hat Bommelohren. Ich hasse es, mich zum Clown zu machen. Aber für Rini tue ich's. Rini, guck mal. Jetzt haben wir Bommeln. Jedenfalls in der Art Bommeln. Hallo, Rini. Hallo, Sedwick. Wie geht's, Spot? Du kannst ihn gleich selbst fragen. Wo soll ich denn jetzt einen Spot herkriegen? Vielleicht im Schrank? Guck mal da mal nach. So einer wie Spot ist nicht leicht zu finden. Oh ja, da sagst du was Wahres. Der Lampenschirm vielleicht? Spot! Ja, wo mag er nur sein? Nein, der Lampenschirm also nicht. Der Fernseher vielleicht? So einer wie Spot ist nicht leicht zu finden. Nein, okay. Aus der Socke kann man doch bestimmt so einen Puppenspot machen, oder? Habe ich gerade so das Gefühl. Das da könnte ein Sockenspot werden. Da siehst du mal. Wusste ich doch nur. Bisschen erinnern kann ich mich doch. Heute gibt es eine Wünsch-dir-was-Vorstellung. Ich wünsche mir die Geschichte von Silence. Wirklich? Das Pupslied, das Rips-Alphabet. Rips-Alphabet. Nein! Erzähl mir die Geschichte von Spot und Sedwick, bitte! Na schön. Die Geschichte von Sedwick also. Und seiner Welt Silence. Na klar. Und seiner Welt namens... I.A. Entschuldigung. Silence. Sedwick war ein Clown, der nie lachte. Er wollte auch nicht, dass die Leute über ihn lachen. Also verließ er seinen Opa, seinen Bruder und den Zirkus und ging hinaus in die Welt. Aber nicht allein. Denn mit ihm ging sein bester Freund. Spot! Spot hat Sedwick immer geholfen. Er konnte sich nämlich verwandeln in alles Mögliche. Und so schafften sie es bis zum König von Silence. Du brauchst eine Krone und noch was für die Prozefeiung. Immer schön der Reihe nach. Zuerst meine Krone.
Protzefeiung? Was? Ach schön, Mann. Naja, leg das mal zurück. Oh Mann. Auch die Musik im Hintergrund, ne? Ich liebe ja die Musik von Daedalic. Von Daedalic Entertainment. Ich weiß nicht, wer die Musik gemacht hat. Vielleicht kann man das in den Credits irgendwann mal sehen. Ich würde mich auf jeden Fall informieren. Hat das der liebe Kai Rosenkranz gemacht? Das könnte rein theoretisch sein. Der hat ja für Daedalic ziemlich viel Musik gemacht. Wo habe ich sie nur hingelegt? Der liebe Kai Rosenkranz. Das könnte rein theoretisch sein. Das ist in etwa seine Musik. Muss man sich mal informieren. In den Credits steht bestimmt. Eine Krone. Könnte ein Lampenschirm sein. Ach, da ist sie ja. Na, siehst du mal. Tada! Der König von Silence. Er war ein guter König. Aber dann wurde er krank. Und mit seiner Krankheit kam auch das Unheil über das Land. Die Felder verdorrten. Die Mauern der Städte bröckelten. Und alles begann zu zerfallen. Der König musste nur gesund werden. Dann wäre auch Silence gerettet. Sedwick wollte ihm das Lebenselixier bringen. Ganz so, wie es ein altes Orakel prophezeit hatte. Shana ist nicht alt. Hast recht. Sie ist eher zeitlos. Und geheimnisvoll. Wo ist ihre Kristallkugel? Jetzt brauchen wir eine Kristallkugel. Das könnte rein theoretisch der Spiegel sein oder die Glühbirne. Ja, die Glühbirne. Hallo, Kristallkugel. Hatte Shana auch so eine? Bestimmt. Irgendwo. Die geheimnisvolle Shana prophezeite Sedwick, dass er dazu bestimmt war, den König zu retten. Aber seine Welt zu zerstören. Das wollte er natürlich nicht glauben. Er wollte dem König ein Lebenselixier bringen, stimmt's? Ja, aber als er im Schloss ankam, sah er, dass Shana recht hatte. Weißt du noch, was ihn im Thronsaal erwartete? Was dreht alles herum, ohne sich selbst zu bewegen? Im Thronsaal war kein König, nur ein Spiegel. Ein Spiegel. Spiegel ist ja prädestiniert für Spiegel, ne? Dann nehmen wir natürlich den Spiegel. Sedwick, Spiegel. Als Sedwick in den Spiegel schaute, sah er keinen traurigen Clown mit Bommeln, sondern einen kleinen Jungen, der in einem Krankenhausbett lag, bereit die Augen nach langer Zeit das erste Mal wieder zu öffnen. Oder sie für immer zu schließen. Du warst das. Du warst krank und hast geschlafen. Und Sedwick, Spot und Silence? All das war nur von dir geträumt. Ja. Was hat Sedwick dann gemacht? Er zerschlug den Spiegel und ließ seine Welt untergehen. Um dich zu retten, denn du warst der König von Silence. Ah! Oh. Reedy! Oh nein. Oh, verdammt. Rini? Geht's dir gut? Rini! Im Takt die dritte große Angriffswelle. Das ist eine... Ich kenne das total. Das ist eine der großen, wirklich großen Stärken in dem Spiel. Emotionen bildlich darstellen, dass man wirklich denkt, man ist mittendrin. Rini! Und das ist bei dem Spiel einfach nur so krass gelungen. Kampftätigkeit neu entfachen. Geplant. Ja, ich kenne das Spiel schon. Ich kenne mich auch. Dunkelheit. Können wir die Dunkelheit rufen? Reedy! Okay, die Dunkelheit. Wo bist du? Nichts. Hohe Verluste. Oh nein. Gib das mal auf, Noah. Reedy! Puh, ein Glück. Oh, Gott sei Dank. Was? Hä? Die Socke, mit der ich Spot gespielt habe. Was? Sieht aus, wie das Ei aus dem Spot geschlüpft ist. Ein Ei? Seltsam. Hallo, Spot? Bist du da drin? Das ist also wieder mal geschehen. Das deutet alles darauf hin. Rini! Ein Glück, du lebst! Wo bist du?
Komm auf den Fernseher aus. Du blöde Kiste! Mach aus! Guck mal, Noah. Also mit Technik musst du dich rauskennen. Heiser, verdammt! Nicht lauter, leiser! Endlich aus! Ach komm, hau die Kiste weg! Komm schon, dreh der Kiste. Ja, genau. Nochmal. Renee! Komm mal her. Das heißt halt. Halt endlich die Klappe! Revisionen. Geh kaputt, verdammt nochmal! Ich glaube, der geht nicht kaputt. Ne, der geht nicht kaputt. Ne, der geht nicht kaputt. Können wir unseren Esel noch anziehen? Oh, Donkey. Oder was von ihm noch übrig ist. Hammer, okay. Der Hammer will uns auf jeden Fall rausbringen. Schluss jetzt! Hau drauf! Genau. Das war's. Schau, Fernseher, jetzt sind wir in der Dunkelheit, oder wie? Oh nein. Das Spiel reißt mich jetzt schon mit. Was ist das? Du müsstest es kennen, Noah. Du warst schon mal hier. Du bist nicht zum ersten Mal hier. Du solltest diese Welt erkennen. Ja, wir sind wieder hier. Kein Zweifel. Was ist das hier? Das. Wieso liegen hier lauter Dinge aus Silence herum? Träume ich das oder was? Rate mal, warum das so ist. Ja, eine kleine Info am Rande. Wenn ihr merkt, dass ich in diesem Spiel deutlich weniger rede wie in anderen Let's Plays. Ich will dieses Spiel emotional wie auch atmosphärisch auch auf mich wirken lassen. Das kann ich nicht, wenn ich die ganze Zeit am Labern bin. Deswegen werde ich auch kurzzeitig mal still sein, um das auch die Musik zu hören oder Dinge auf uns wirken zu lassen. Und das ist gut, das andere ist einfach nur brillant gezeichnet. Ich meine, das ist ein Grafikporno. Das ist einfach nur wunderschön. Ja, und hier will ich auch die erste Folge beenden. Schreibt mir auf jeden Fall einen Kommentar, was ihr von diesem Spiel haltet und eure Erwartungen, wie dieses Spiel weitergehen könnte, pipapo und so und etc. Und das ist auf jeden Fall auch eine kleine Bewertung da, damit ich weiß, ob es euch gefällt oder eben nicht. Ich merke auch gerade an meiner Stimmlage, sie ist komplett anders. Wenn ich es vergleiche mit der Abmoderation in Elder Scrolls, die ist viel hektischer. Hier, ich habe so einen... Ach komm, lasst mich in Ruhe. Ist einfach komplett anders, dieses Spiel. Dieses Spiel ist einfach für die Entspannung da. Das finde ich schön. So, dann würde ich sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bedanke mich, wenn ihr bis hierhin zugeguckt habt. Und wünsche euch viel Spaß im Endscreen, was es natürlich auch in diesem Projekt jetzt geben wird. Es wird jetzt nämlich in jedem Projekt jetzt ein Endscreen geben. Ich habe einfach Lust darauf, einfach damit die Folge ausklingen zu lassen. Also Leute, ich entlasse euch in den Endscreen. Genießt das und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zur nächsten Folge von Silence, The Whispering World 2.